Herzlich willkommen zurück bei Trails of Cold Steel 2, hier auf unserer schönen Courageous, wo es jetzt noch einmal zurück nach Legram geht, wo wir schon im letzten Part waren. Where do you want to go? Alle anderen Orte haben wir bereits besucht. Leave it to me. Und auch hier sind wir mit der Quest fertig. Es zählt jetzt nur noch unsere beiden weiteren und letzten fehlenden Schüler aus Tors mit an Bord zu holen. Eine befindet sich, oder einer, hier in der Kapelle. Der andere bei der Arcade Trainingsschule. Ach, Vivi! Oh, ihr seid zurück! Hey, Vivi! Warst du die ganze Zeit schon hier? Ich hatte keine Ahnung. Warum das lange Gesicht? Nun, Linde und ich, wir wurden separiert, als wir Tors entkommen sind. Ich habe seitdem kein Wort mehr von ihr gehört. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich habe viel für sie gebetet. Mehr als ich zählen kann. Ich habe sogar extra die Blumen hier gewässert. Für ein paar Adios Brownie Points. Und trotzdem geht's ihnen nicht sehr gut. Ach, ich bin nutzlos. Sowohl im Gartenclub, sowohl als Mitglied des Gartenclubs, als auch als Mensch. Aber ich schätze mal, so war das schon immer. Ich konnte immer nur alles machen, weil ich Linde hatte. Und jetzt nicht mehr. Das bist nicht du. Vieh? Du bist die Art von Person, die es mag, Ärger zu bereiten und Pranks zu spielen. So wie Edel. Ich, Linde, sogar manchmal Reen. Du schwänzt die Schulstunden und sogar deine Clubmeetings manchmal. Tust du, als wärst du Linde, um den Leuten hier Angst einzujagen. Aber am Ende hat doch jeder immer ein Lächeln auf dem Gesicht, deswegen. Funktioniert auch mit den Blumen. Sie sehen immer so glücklich aus, wann immer du sich um sie kümmerst. Also, hier alleine zu sitzen, darum zu beten, dass jemand anderes deine Probleme lösen wird, das bist nicht du. Niemand könnte die Vivi, die ich kenne, auch davon abhalten, selber rauszulaufen und Linde zu finden. Vieh hat recht. Und zufälligerweise haben wir gerade das Kommando über die Courageous und fliegen über ganz Erebonien. Wir können dir nicht garantieren, dass du sie finden wirst, aber wenn du mit uns kommst, dann gibt es eine Chance, dass du hören könntest, wo sie sich befindet. Was sagst du? Willst du uns mithelfen? Leute, natürlich werde ich das. Ich weiß nicht, was jetzt in letzter Zeit mit mir los ist, aber wenn irgendjemand dort draußen nach ihr suchen soll, dann ich. Schwestern müssen nach Ausschau halten nach sich, nicht wahr? Bingo. Willkommen im Team, Vivi. Danke. Ihr seid wirklich verdammt. Ihr habt verdammt Glück. Man trifft schließlich nicht jeden Tag auf die liebevollste Lady aus ganz Erebonien, die einer Bande von Abenteurern beitritt, so wie euch. Ach, jetzt auf einmal plötzlich wieder ganz cheerful, ja? Gerade eben hat sie noch gesagt, sie hat als Mensch versagt und jetzt ist sie wieder die beste Frau Ereboniens, ja klar. Oh, hey Leute. Kaspar, schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Alles gut? Soweit so gut, schätze ich mal. Ich möchte gerne daran glauben, dass ich mich hier nützlich mache, indem ich in der Trainingshalle helfe. Aber viel ist es wirklich nicht. Ich kümmere mich im Endeffekt einfach nur um die Waffen und so. Hört sich schon ziemlich nützlich an. Mit all den Umständen, die diese Stadt befallen hat, bin ich mir sicher, dass sie dir danken für deine Arbeit. Vielen Dank möchte ich dir nochmal aussprechen für alle von uns. Es gibt wenig, was nützlicher ist, als dafür zu sorgen, dass die Waffen hier alle richtig funktionieren. Darf ich gerade über Hilfe sprechen? Ich auf der Courageous? Ich würde sehr gerne helfen, vor allem wenn Monika schon an Bord ist, aber hey, kurze Frage. Könntet ihr die Courageous benutzen, um rüber in den Westen zu fliegen? Ich meine theoretisch schon, ja, wir können damit überall hinfliegen. Aber das ist nicht Teil des Gebiets, wo wir zuständig sind. Wir sollen unseren ganzen Fokus auf die östliche Seite von Erebonien legen. Ja, der Westen ist sowieso, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu gefährlich für uns. Ja, das macht Sinn. Ich hatte nur gedacht, vielleicht eventuell könnte ich zu meiner Familie und ihnen sagen, dass es mir gut geht. Ich hatte fast vergessen, dass du aus einer Stadt kommst, die im Westen liegt. Ich kann dich nicht verurteilen dafür, dass du dir Sorgen machst. Ja, nun ja, was auch immer. Tut mir leid, aber für jetzt bleibe ich in Legram. Ich hoffe, wir werden nochmal die Chance bekommen, dort das auszuchecken. Okay, ja, macht Sinn. Ich,
frage mich, ob wir das irgendwie rausfinden können, ob es ihnen gut geht oder nicht. Er wäre vielleicht gewillt, damit uns mitzukommen, wenn er erfährt, dass es seiner Familie gut geht. Aber wie finden wir das raus? Nun ja, das Beste, was wir machen können, ist wahrscheinlich Radio oder vielleicht die Zeitung. Radio ist gerade nicht wirklich eine Option. Aber ich kann mir ein Zeitungsblatt vorstellen, was vielleicht nicht so schwer wäre zu bekommen. Vielleicht sollten wir eine Kopie holen von irgendwo? Nun gut. Das neueste Imperial Chronicles Issue, ja? Das sollte nicht so schwer zu bekommen sein. Außerdem würde ich gerne mal schauen, ob hier irgendwie, hat der neue Waffen für uns? Nö, ne? Nee. Das Issue 4. Die Allianz dominiert im Westen. Exzellente Nachrichten kommen von der westlichen Front. Die Noble Alliance wird dort weiterhin siegen und hat in ihrem letzten Kampf gegen die imperiale Armee gesiegt, die sich zurückziehen musste. Das ist eine große Errungenschaft. In den Anstrengungen der Allianz, die Rebellen zurückzuschlagen. Laut der Presseinformationen ist bereits die Hälfte der imperialen Armee im Westen zurückgeschlagen worden. Und die noch übrig sind, sind am Weglaufen. Dank unseren mutigen Seelen im Westen wird das Imperium bald wieder zurück zu seiner Glorie geführt werden. Ein wochenlanger Kampf. Dieser Kampf wurde von der damaligen imperialen Armee gestartet, die über 300 schwer gepanzerte Panzer in das Gebiet in Chaos versetzten. Die Elite Le Guin und Bardias Armee sind auf dem Weg gewesen, sie auszuschalten. Und zum Mittag am 6. Dezember hat der Kampf endlich begonnen. Es war von Anfang an klar, dass General Le Guin und Brigade General Bardias im Vorteil waren. Sie haben sowohl Freund als auch Feind in Angst und Schrecken versetzt mit ihrer unfassbaren Stärke. Da sie gemerkt haben, dass die Chancen schlecht standen, haben die Rebellen irgendwelche hinterhältigen Tricks versucht. Und versucht, den Kampf so lange wie möglich hinauszuziehen. Sodass er eine ganze Woche dauerte. Was ihre peinliche Resistenz dann letzten Endes zu einem Ende brachte, war ein Angriff von zwei Armeen. Die Presse, die Militärpresse berichtet, dass das nicht original geplant war, aber da sie zusammenarbeiten konnten, in einer perfekten Harmonie, konnten sie die Rebellen schlagen. Was ganz besonders an dieser Errungenschaft ist, ist die Tatsache, wie wenig Schaden doch diese beiden Armeen davongetragen haben. Es ist schwer, nicht von dieser unfassbaren zur Schaustellung von Können, es ist schwer, das nicht zu bewundern. Und wenn ich für mich persönlich sprechen darf, möchte ich gerne mehr von solchen Errungenschaften in der Zukunft hören. Der Azure Knight erstaunt alle. Der Azure Knight der Allianz war auch Teil dieses Kampfes. Laut Reports hat er bei schwierigen Kämpfen geholfen und hat sie zugunsten der Allianz gedreht. Alle Details dahingehend sind streng geheim, aber Augenzeugen haben berichtet, dass sein Können so out of the world ist, dass er zu einer der größten Knights in ganz Erebonien zählen soll. Mit General Le Guin, Brigade General Bardias und dem Azure Knight, die alle auf derselben Seite kämpfen, ist der Sieg der Allianz nur noch ein Katzensprung entfernt. Das Ende ist in Sicht. Da der Kampf nun vorbei ist und drei weitere Städte zur Allianz gehören, wird der Moment, den wir alle erhoffen, bald kommen. Der Sieg der Allianz, der nicht mehr zu verhindern ist, ist nahe. Laut Reports ...
Reports haben gesagt, dass der Kampf tatsächlich in der Nähe von der Lamar-Provinz angefangen hat. Aber da die Rebellen sich jetzt zurückziehen, ist er weiter ins Inland vorgedrungen. Da die Anzahl der Flüchtlinge leider weiterhin stieg, während der Kampf weiterging, war die Gefahr bei den dichter besiedelten Gebieten immer größer. Und so sind Zivilschäden unvermeidbar gewesen. Ah ne, Zivilschäden wurden relativ gering gehalten. Also es gab Zivilschäden, aber sie waren relativ gering, da die großen und mit Menschen besiedelten Gebiete nicht so wirklich betroffen waren von dem Kampf. Ein Konflikt nahe der Trans-Dragon Bridge. Der weitergehende Konflikt zwischen der Kreuzen Provinzarmee und der 4. gepanzerten Division scheint immer noch voll voranzugehen. Die 4. gepanzerte Division ist auch die stärkste Division der Imperialen Armee gewesen. Da sie sich aber trotzdem weigern aufzugeben, hat die Provinzarmee keine andere Wahl, als sie als eine Rebellenarmee einzustufen, sodass die Spannung weiter steigt. Die 3. gepanzerte möchte auch nicht aufgeben und das Sendergate nicht verlassen im Norden. Sodass es noch immer Befehle gibt, dieses zu entwaffnen. Da diese beiden Divisionen noch immer nicht aufgeben wollen, wird eine gewisse Verwirrung weiterhin in Osterebonien herrschen. Die imperiale Regierung verhandelt mit Crossbell? Es gibt Gerüchte und Reports, dass die imperiale Regierung jetzt mit Crossbell weiterhin verhandelt. Eine Quelle der Regierung hat gesagt, Crossbells Actions sind nicht nur feige und unvergeblich. Aber das sorgt nicht dafür, dass wir nicht vielleicht mit ihnen verhandeln können. In diesen Verhandlungen wird wahrscheinlich auch die Forderung gestellt, dass der Staat weiterhin unabhängig bleibt, sodass die Crossbell Defense Force zurückgezogen werden soll. Und das Einfrieren vieler Bankkonten in Crossbell aufgehoben werden soll. Trotzdem kann sich noch jeder Einwohner Ereboniens an die schweren kriminellen Taten von Crossbell erinnern. Und ich denke, ich spreche für jeden, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass die Regierung uns in gute Hände führen wird mit diesen Verhandlungen. Wo die Courageous sich befindet, ist immer noch unbekannt. Der imperiale Familiencruiser, die Courageous, bleibt immer noch ungesehen. Laut Reports wird dieses Luftschiff momentan von einer privaten Gruppe genutzt, für einen nicht bekannten Zweck. Aber die imperiale Armee hat das Volk immer wieder daran erinnert, dass die Handlungen hier nicht offiziell sind. Bedeutet also, dass die Leute, die sich auf der Courageous befinden, genauso Verräter sind wie alle anderen auch. Die Allianz bittet alle Leute mit Informationen sofort rauszurücken, die etwas über diese Courageous wissen. Okay, das war das Imperial Chronicle Issue 4. Da habe ich jetzt aber nicht rausgefunden, was im Westen los ist, oder? Oder reicht das schon? Reicht schon die Tatsache? Ich glaube, im Westen haben sie ein bisschen aufgehört zu kämpfen, ne? Schließlich gab es da ja diese Verhandlungen und die Rebellen wurden zurückgeschlagen. Reicht ihm das? Oh komm schon, irgendwas müssen wir tun, um irgendwie etwas sagen zu können über seine Familie. Ach hier, ja genau dieser Teil. Was bringt euch hier zurück? Kaspar, hör mir mal zu. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst wegen zu Hause. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es deiner Familie gut geht. Ernsthaft? Warum sagst du das? Guck dir mal die 6. und 7. Seite an. Das Chronicle? Ich habe das seit einer Weile nicht mehr gelesen. Ich war einfach zu besorgt.
Achso, okay, und hier müssen wir es jetzt nochmal lesen. Achso, okay, ja, haben wir ja schon gelesen. Also Seite 6 und 7 sind vor allem. Okay, das ist, dann geht es also um den Konflikt nahe der Trans Dragon Bridge, richtig? Ja, genau. Also, achso, ich verstehe, weil die dritte und vierte gepanzerte Division noch immer da ist. Nein, es geht dort wirklich um die Küste. Und das? Da kommst du her, richtig? Dort steht geschrieben, dass der Kampf zwar in der Nähe der Küste angefangen hat, aber der meiste Teil des Kampfes innerhalb des Landes stattfand. Zivile Opfer wurden auf ein Minimum reduziert. Ja, genau, stimmt, richtig, haben wir ja gelesen. Wenn wir davon ausgehen, dass das ein ehrlicher Report ist, dann würde ich sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dein Zuhause oder deine Familie damit reingezogen wurden. Würdest du nicht zustimmen? Sieht so aus, als hätte dieses Gebiet, als wäre dieses Gebiet einer Kugel ausgewichen. Wenn man sich nur mal die Beweise anschaut, die wir gesammelt haben, dann geht es deiner Familie sicher gut. Oh Mann, vielen Dank. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr das mitgebracht habt. Ich habe mir so lange Sorgen über sie gemacht. Also ist das wirklich, da fällt mir ein Stein vom Herz. Ich kann es in deinem Gesicht sehen. Immerhin jetzt fühle ich nicht mehr so dieses Verlangen, sofort nach Westen zu gehen und anzuschauen, ob es meiner Familie gut geht. Also, ja, ihr habt mich überzeugt. Ich werde der Courageous beitreten und euch helfen. Ha, willkommen an Bord. Lasst uns für unsere Familien zusammenkämpfen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ha, ich frag mich, wer da anruft. Yes, this is Reen Schwarzer speaking. Oh, good. I was worried I wouldn't be able to get in contact with you. Oh, hey, Toa. That explains it. The signal must be pretty good from the Courageous. Listen, I've got good news and bad news. First, the good. We've actually worked out the location of one of Class 7's relatives. Really? Yeah, but that's where the bad news comes in. Anyway, can you come back to the Courageous as soon as you can? Please, it's important. All right, sure. We'll be back as soon as we can. War das Tova? Ja, sie hat gesagt, sie hat einen unserer Familienmitglieder gefunden. Wirklich? Wundervoll. Was eine nette Überraschung. Nun, ja, es sind definitiv gute Nachrichten, aber sie hat auch gesagt, dass es eine Art von Problem gibt. Ich frag mich, was das sein könnte. Wir sollten schnell zur Courageous zurückkehren. Dann tun wir das mal. Oh, ihr seid zurück. Willkommen zurück, ihr alle. Nun, wir sind gekommen, wie du verlangt hast. Ist irgendwas los? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Nun, seht ihr, wir haben herausgefunden, wo Fiona Craig ist. Elliots Schwester? Ich habe ja schon gewusst, dass du den Kontakt mit ihr verloren hast. Wo ist sie also? Wir haben da von Keldic ein paar Informationen bekommen. Sie wurde gestern mit dem Zug von Heimdala zur Trans Dragon Bridge geschickt. Gegen ihren Willen. Das kann nicht sein. Sie wurde als Geisel genommen? Sieht so aus, ja. Sie wollen sie wahrscheinlich benutzen, um gegen die vierte gepanzerte Division bei Garelia vorzugehen. Nein. Sie wissen doch mit Sicherheit, dass die Familie als Geisel zu nehmen zu viel ist. So wie ich das verstehe, hat die Kreuzenprovinzarmee das ganz alleine gemacht. Die Allianz hat ihnen nicht gesagt, dass sie das tun sollen. Sie haben es einfach getan. Ich schätze mal, das wurde unter ähnlichen Bedingungen getan, wie die Jäger, die nach Emir geschickt wurden. Dann ist das wahrscheinlich wieder ein Versuch meines Vaters, die Allianz zu kontrollieren. Hoffnungsloser Narr. Wie schrecklich. Aber Fiona als Geisel zu nehmen, wird nicht dafür sorgen, dass Dad aufgibt. Ganz egal, wie sehr es ihn auch schmerzt, er würde immer seine Pflicht als Soldat über seine eigenen persönlichen Gefühle stellen. Das bedeutet, ja, Fionas Leben ist wirklich in Gefahr. Ich sage, wir kümmern uns eigenständig darum. Wirklich? Ich stimme zu. Genauso wie ich. Ja, unser Land befindet sich im Krieg. Aber so etwas Hinterfotziges zu tun, ist dafür keine Entschuldigung. Als sein Sohn habe ich die Pflicht, die Dummheit meines Vaters auszugleichen.
aber Leute. Also wollt ihr doch euch einmischen, ja? Ihr müsst euch daran erinnern, dass ihr euch damit direkt in den Kampf zwischen der imperialen Armee und der Allianz einmischt. Nein, tun wir nicht. Unser einziges Ziel ist es, Fiona zu retten. Wir werden niemanden mehr attackieren als notwendig und wir werden auch nicht mit der imperialen Armee zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ziemlich gerechtfertigt hier. Genauso als wir den Störsender im Norden abgeschaltet haben. Wird nicht die einfachste Operation aller Zeiten sein, aber das sollte uns nicht daran hindern, es zu versuchen. Meint ihr das ernst? Hey, naja, wenn ihr wisst, was ihr macht, dann werde ich euch nicht aufhalten. Fiona ist doch eine Freundin von mir. Und dann hat diese Gilde von uns auch noch dieses kleine Wort Code. Und als allererstes steht dort drin, dass die Sicherheit der Zivilbevölkerung über allem anderen steht. Das ist, ein interessanter Code. Ach, erst sagt sie, wir sollen vorsichtig sein, und dann feuert sie auch noch alle an. Ich glaube, dann ist das entschieden. Wenn das eure Entscheidung ist, dann werden wir hinter euch stehen. Und ich werde euch eure Aktion erlauben. Vielen Dank, eure Hoheit. Ich kann euch wirklich nicht genug danken. Keine Sorge, Fiona. Wir werden so schnell wie möglich da sein. Das geht wirklich gar nicht. Wer Familienmitglieder oder Freunde von uns bedroht, der wird gefickt. Um in der Main Story voranzuschreiten, sprich mit Tova im Captain Chair und wähle Commence Operation. So werden alle nicht fertigen Quests nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist temporär nicht möglich, zu Guerillas Proving Ground zu Guerillas Proving Ground zu gehen. Aha. Aber kann ich zu Guerilla. Warte mal. Where do you want to go? Guerilla. Warte mal. Jetzt wüsste ich mal gern mal, was passiert, wenn ich hier hingehe und dann von hier aus dahin gehe. Das geht bestimmt nicht, ne? Aber ich wüsste es trotzdem gern mal. Gott, könnt ihr euch noch erinnern, wer hier stand? Der kleine Bastard. Sorry, aber musste sein. Die vierte gepanzerte Division muss in Panik sein. Ich sollte sie nicht... Na, warum nicht? Wir können das doch mit denen absprechen. Wir sollten noch reporten, richtig? Und zwar unsere letzte Quest. Hey there, Reen. Do tell me all about what you've been up to. Well, well, that's very impressive. Well, I'll be looking forward to your next report. Damit haben wir alle Quests reported, alles abgeschlossen, wunderbar. Jetzt möchte ich noch mal gucken, da wir ja jetzt so viele neue Leute hier haben, können die sich auch gleich mal nützlich machen und in den Shops hier Ware anbieten, richtig? So war zumindest eigentlich der Plan gewesen. Okay, ist aber schlechter als das, was wir momentan haben, beziehungsweise das sind die Items, die wir auch haben. Gut. Diese Türen sind alle abgeschlossen. Lagerraum. War ich hier überhaupt schon mal drin? Nee, ne? Der Lagerraum, den gibt's, glaube ich, erst jetzt. Oder ich habe das nicht mitbekommen gehabt. Okay, es gibt hier nur einen Shop. Na gut, Leute, dann wollen wir mal, oder? Zögern wir es nicht länger hinaus. Es geht für uns los. Oh, und Justus hat nochmal ein privates Gespräch mit Elliot, um sich wahrscheinlich für die Dummheit seines Vaters zu entschuldigen. Aber Elliot weiß genau wie wir alle, dass Justus nicht daran schuld hat. Ich hätte niemals gedacht, dass die Provinzarmee meines Vaters sowas tun würde. Ich weiß, dass egal wie oft ich mich entschuldige, ich das nicht wieder gut machen kann. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss es sagen. Nein, entschuldige das nicht. Entschuldige dich nicht. Das ist nicht deine Schuld, Justus. Da hier alle ihr Bestes geben und auch du, um sie zu retten, würde ich niemals auch nur davon träumen, dir die Schuld zu geben. Ich sollte dir eher danken. Also, lass uns einfach tun, was wir tun können, um sie zurückzubringen, okay? Natürlich. Was mein Vater angefangen hat, muss ich zu Ende bringen. Okay, das hört sich bei der Formulierung ein bisschen falsch an. Aber ich muss es zu einem anderen Ende bringen, vielleicht sollte man eher sagen. Okay. Weiter geht's. Also, seid ihr bereit, für diese Mission die Details durchzusprechen? Sobald wir angefangen haben, gibt es keine Zeit mehr, um andere Dinge noch zu tun.
Yep. Wir sind bereit, wenn du es bist. Okay, dann lasst uns diese Operation im Konferenzraum besprechen. Nachdem sich jeder im Konferenzraum getroffen hat, haben sie Fiona Craigs Rettung durchgesprochen. Es wurde also beschlossen, dass die Attacke bei der Twin's Dragon Bridge auf der westlichen Seite erfolgen wird. Valimar wird genutzt werden, um ihre Defense zu durchbrechen. Um dann von der Verwirrung zu profitieren, wird ein Team ausgesucht, um die Festung zu infiltrieren und die Rettung vorzunehmen. Am nächsten Tag. Oh Gott, das ist ja jetzt eine richtige Operation, Alter, richtig durchgeplant mit Strategie und Valimar und allem. Wir haben ein neues Update bekommen von dem, was da unten passiert. Die Hauptfeuerkraft der vierten Gepanzerten steht jetzt vor der Twin's Dragon Bridge. Scheinbar sind sie schon in einem Kampf mit den Provinzarmees Panzersoldaten. Um ehrlich zu sein, mein Geld ist auf der vierten gepanzerten Division. Sie haben auf dem Papier einen Vorteil. Ja, da sie ihre Antisoldaten-Taktiken haben. Was auch erklärt, warum mein Vater eine Geisel mit eingebracht hat. Nun, wir werden da so schnell wie möglich mit reingehen müssen. Also, lass uns das noch einmal durchgehen. Wenn sie angekommen ist, dann wird ihre Hoheit eine Rede durchführen. Dann werden Valimar und ich die westliche Seite aufsprengen. Wir werden die Soldaten platt machen, die dort sind. Und die Verwirrung wird ausgenutzt von dem Assault-Team, was zur Aufgabe hat, da reinzugehen und Fiona zu retten. Ja, das ist etwa alles. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich werde das Assault-Team mit unterstützen, während ich mich darum kümmere, mit dem Schiff zu kommunizieren. Während, wenn du deinen Part gemacht hast, Reen, dann möchte ich, dass du uns beitrittst. Verstanden. Reen muss einfach beides machen. Der ist ja im Gruppenprojekt, der beides machen muss. Und vergesst das nicht. Wir müssen auch noch auf die Jäger aufpassen, die von der Provinzarmee angeheuert wurden. Ja, stimmt. Vielleicht werden wir auch auf Xeno und Leo wieder treffen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht nervös bin, aber ich werde mein Bestes als Teil des Assault-Teams tun. Es ist schließlich meine Schwester, die wir hier retten werden. Ich möchte genau ganz vorne mit dabei sein. Die von uns, die nicht im Assault-Team sein werden, sollten als eine Art Ablenkung für die Wachen dienen. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Und zu verlieren ist keine Option. Ich bin dabei, nichts kann uns aufhalten. Okay, seid ihr bereit? Ja, kein einziger von uns hat hier Zweifel, dass das der richtige Weg ist. Wir werden Fiona retten, egal was es kostet. Nun, dann können wir uns nicht mehr zurückgehen. Dann möge die Operation beginnen. Auf eure Position, ihr alle! Wir setzen Kurs Richtung Twin's Dragon Bridge, nordöstliche Kreuzenprovinz. Aye, aye, Captain. Full Speed. Also werden wir wieder auf Jäger treffen, wahrscheinlich. Ich muss vorsichtig sein. Wieso? Diese einfachen Jäger sind doch easy. Ich habe dieses fucking Nilpferd besiegt, ja? Also nichts, was da kommt, wird mich noch überraschen. Wir haben das Nilpferd besiegt. Ich weiß, es ist ein bisschen lame, dass wir immer mit den gleichen kämpfen, sorry, aber ich habe hier halt mein Main-Team. Mit dieser Geiselnahme kommt ihr nicht davon. Diesmal nicht. Diesmal werdet ihr alle bezahlen für das, was ihr tut. Curse Show! 4 Armor Division! We need to rebuild our formation! And quickly! What?